Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich glaube, ich gebe jetzt aber erstmal keine Arbeitsaufträge, außer vielleicht den, man könnte sagen, RTFP, Read the Fine Parlamentsprotokoll, aus Dezember und Januar, denn eigentlich haben wir da schon mal drüber geredet, mehr als einmal, und ich könnte im Grunde meine alte Rede nehmen und neu halten. Die Anträge der CDU und FDP, die hier kommen, die überschlagen sich darin, dass die Rundfunkbeiträge sofort gesenkt werden müssen. Diesmal kommt dieser Antrag also von der FDP. Momentan zahlt jeder Haushalt in Deutschland 17,98 Euro im Monat für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten hat ausgerechnet, dass die Öffentlich-Rechtlichen jetzt doch nicht so viel Geld brauchen. Daher schlägt die Kommission vor, den Rundfunkbeitrag zum 1. Januar 2015 um 73 Cent abzusenken. Seither übertrumpfen sich CDU und FDP mit Forderungen, dieser Empfehlung der Kommission am liebsten gestern nachzukommen und das Geld den Beitragszahlern zurückzugeben. So eine Schlagzeile à la FDP fordert Senkung des Rundfunkbeitrags macht sich natürlich gut. Man will auch nicht hinter der CDU hinterherstehen. Das sind die beliebtesten Geschenke an Wähler, Geld, was man nicht selbst ausgeben muss. Leider können wir Piraten diese allgemeine Beitragssenkungspartystimmung bei den Rundfunkbeiträgen nicht so richtig nachvollziehen. Wem nützt denn eine Beitragssenkung von 73 Cent pro Haushalt? Ich meine, wenn Sie zu zweit in einem Haushalt leben, dann sind das 37 Cent pro Monat und Person, und Entlastung kann man das kaum nennen. Und liebe FDP, Sie waren vergangene Jahre Teil der Bundesregierung. Wenn es mit der Entlastung der Menschen so ernst gewesen wäre, dann hätte man da wirksame Maßnahmen ergreifen können. Und Steuererleichterungen für Hoteliers fallen da nicht runter. Ich kann das auch. Was könnte man mit dem Geld aus den Rundfunkbeiträgen denn tun? Wir Piraten sind davon überzeugt, die Gesellschaft profitiert mehr davon, wenn wir das Geld vernünftig und nachhaltig bei den Öffentlich-Rechtlichen einsetzen. Denn bei den Öffentlich-Rechtlichen ist längst noch nicht alles so, wie es sein sollte. Wie wäre es denn beispielsweise mit der Werbefreiheit vor 20 Uhr? Wie wäre es dabei, die Angebote der Öffentlich-Rechtlichen konsequenterweise auf Barrierefreiheit zu trimmen, damit auch Menschen mit Behinderungen von dem Programm profitieren können? Wie wäre es, verstecktes Sponsoring abzuschaffen? Wie wäre es, mehr Inhalte unter freien Lizenzen zur Verfügung zu stellen? Oder wie wäre es, insbesondere bei den freien Mitarbeitern, die beim WDR und den anderen Programmen ja einen Großteil der Arbeit machen, die so zu bezahlen, dass sie da vernünftig von leben können? Gerade hier scheint mir einiges im Argen. All diese Dinge sind sinnvoll und wichtig, aber sie kosten Geld, zweifellos. Die Mehreinnahmen aus dem Rundfunkbeitrag wären ein hervorragender Anfang, um viele dieser Forderungen umzusetzen. Und ja, wenn der Rundfunkbeitrag sozial gerecht ist, wenn alle Menschen unabhängig von einer Behinderung Zugriff auf die Angebote der Öffentlich-Rechtlichen haben, wenn Sponsoring nicht mehr nötig ist und wenn freie Mitarbeiter angemessen bezahlt werden, ja, dann müssen wir die Mehreinnahmen zurückgeben. Und meinetwegen dann auch diese 73 Cent. Diese Abwägung fehlt in dem vorliegenden Antrag völlig. Auf der anderen Seite enthält er auch Punkte, denen wir zustimmen. Leider will die FDP über diesen ganzen inhaltlichen Fragen nicht im Ausschuss debattieren. Sehr schade. Ich empfehle meiner Fraktion die Enthaltung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Dr. Angelika Schwaldür.